Filmreihe zur Sonderausstellung Filmtheater begrüßen zu dürfen und zu einer weiteren Veranstaltung des Begleitprogramms eben zu jener Sonderausstellung. Und ich freue mich ganz besonders, heute Susanne Hake zu Besuch zu haben, die uns heute was zum Wesen der Kinoerinnerung erzählen wird. Susanne Hake hat an der Universität Trier zum Thema Kinoerinnerungen promoviert und ist momentan akademische Mitarbeiterin an der PH Weingarten. Ja, Susanne, ich freue mich. Und ja, wenn Ihnen das heute gefallen hat, auch der Film und auch unsere Veranstaltung zur Begleitreihe, wir haben hier einen kleinen Flyer, da sind alle Veranstaltungen für Dezember und Januar aufgeführt, den können Sie auch da hinten nachher noch finden. Und es wird weitere Veranstaltungen dann im März, April, Mai und Juni geben. Okay, Dankeschön. Kleine Information zum Film noch. Der Film ist eine Archivkopie, weswegen wir eine kurze Pause zwischen den Filmrollen haben, wenn die Filmrollen gewechselt werden müssen. Wir machen dann kurz Licht an, es wird so 1, 2 Minuten dauern und dann geht es mit der zweiten Hälfte weiter. Also nicht irritiert sein, wenn es eine kurze Pause gibt. Ja, lieber Andrea, vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe auch ein besonderes Verhältnis zu dem Hause hier, weil ich selbst 2001 schon mal Praktikant im Deutschen Filminstitut war. Von dem her ist es für mich sowas wie eine kleine Rückkehr hier nach Frankfurt. Genau, ich bin heute Abend hier, um Ihnen Auszüge aus meinem Promotionsprojekt vorzustellen. Ich habe mich, wie Andrea Haller schon eingeführt hat, mit Kinoerinnerungen beschäftigt. Genauer mit Erzählungen über Kinoerinnerungen in der Jugendzeit. Ja, ich glaube, ohne Licht kann man die Bilder besser sehen. Und da ich genau 20 Minuten Zeit habe, lege ich auch gleich los. In der retrospektiven Betrachtung verbleiben am Ende die Kinoerinnerungen in den Köpfen der damaligen Zuschauer. Wie sich an der Erzählung zum Film Ferma Maria ganz eindrücklich zeigt. Wir sehen jetzt gleich zu Beginn einen Clip, einen kurzen Erzählausschnitt aus meinem Interview mit Elfriede Hastenteufel. Sie war damals 5 Jahre alt, als sie zum ersten Mal mit ihren Eltern ins Kino gehen musste, weil die Eltern ins Kino gehen wollten. Ja, und die Elfriede einfach mitgehen musste. Und diese Erfahrung war so ein dass sie auch noch 60 Jahre, 70 Jahre später über diesen Film erzählen kann. Da, an N kann ich mich noch gut erinnern, das war Fährmann Maria. Wer die Schauspieler, keine Ahnung, davon war ich zu jung. Ne? Aber an diesen Film kann ich mich noch so ein bisschen düstere Szene. Und die Frau, die war der Fährmann. Das hieß dann immer hol über. Da gab es keine Brücke in diesem Film, in dieser Geschichte. Ne? Und wenn man auf die andere Seite wollte, dann hat man gerufen, Fährmann, hol über. Und dann ist der mit seinem Schiff, das ging nur an der Leine, ist das dann rübergerudert worden, also gezogen. Ne? Die hat an der Leine das Boot auf die andere Seite gezogen. Und dann ist man auf die andere Seite wieder gefahren worden. Ne? Das kann ich mir, an den Film kann ich mich gut, an diese Szene immer, wenn die gerufen haben, Fährmann, hol über. Da kam der Tod drin vor. Da hat ja auch irgendwie, die Geschichte kann ich mich nicht mehr, aber dieses Bild, diese Bilder, die haben sich festgebrannt. Weshalb, wieso, warum, weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall ruft dann die Stimme. Maria oder Fährmann, ruf über. Die Frau hieß Maria in dem Film, das weiß ich noch. Und dann kam die da hin und dann steht hier eine Gestalt, Rappel Dürr, der Tod, in schwarzes Gewand, schwarze Kapuze und dann
Da hat die natürlich Angst gehabt. Ne? Was soll das sein? Ich selbst weiß nicht mehr, weshalb, wieso, warum das war, aber da kann ich mich noch gut dran erinnern. Scheinbar hatte ich da ein bisschen Angst, dass ich das behalten habe. Kann ja gut sein. Ne? Ja, vielleicht hätte ich Sie vorwarnen sollen, dass meine Interviews im Saarland aufgenommen wurden. Ich habe deswegen auch noch den englischen Untertitel mitgebracht. Zufällig. Ich hoffe, Sie haben soweit alles verstehen können. Hier ist auch noch mal ein Ausschnitt aus Ihrer Erzählung zu sehen. Darf ich sagen, es war die Sibylle Schmitz damals, die den Film gespielt hat. Ich kenne den Film. Aus dem Jahr 36, genau. Genau. Diese Eindrücke haben sich im Gedächtnis festgebrannt, um in dem Bild der Erzählerin zu bleiben. Doch diese vielfältigen Facetten der kinematografischen Erinnerungen drohen für die Forschung verloren zu gehen. Ja, und genau hier setzt mein Forschungsvorhaben an, wobei mein Fokus auf der lokalen Erinnerungsarbeit von Zeitzeugen liegt. Das ins Kino gehen nimmt einen wichtigen Platz im kollektiven Gedächtnis der von mir untersuchten Generation der zwischen 1915 und 1930 Geborenen ein. Das ländliche Publikum, in meinem Falle im nördlichen Saarland, stand bislang jedoch wenig im Fokus der Forschung, denn es überwogen meist rein faktografische oder chronologische Darstellungen der Filmgeschichtsschreibung. Mein Forschungsvorhaben beabsichtigte, anders vorzugehen und lokale Kinogeschichte unter der besonderen Berücksichtigung des Publikums und dessen Filmerleben zu untersuchen. Mir ging es dabei darum, Formen des Erinnerns an das Kino exemplarisch für das Saarland der 1930er bis 1950er Jahre herauszuarbeiten und zu kategorisieren. Welche Kinoerinnerungen der Jugendzeit werden aus heutiger Sicht vergegenwärtigt und in welcher Art und Weise geschieht die Vermittlung dieser Erinnerung. Meine Arbeit zeichnet Rezeptionsformen und Präferenzen in der ländlichen Region nach und dokumentiert deren Medienhandeln im Kontext der Lebenswelt und der historischen Ereignisse. Nur ganz kurz als Exkurs, weil ich schon über meiner Zeit bin. Diese Forschungsvorhaben ist nicht neu. Also das ins Kino gehen zur Erforschung ist seit Anfang der 90er Jahren im Kommen. Und es gibt auch internationale Netzwerke, die sich genau mit diesem Filmerlebnis, also mit dem Kino als Ort beschäftigen. Und in diese Forschungsarbeit ordne ich mich ein. Die Methode des narrativen Interviews ermöglichte mir die Erhebung einer Kinoerinnerung, die außerhalb der archivalischen Quellen liegt. Denn der Erinnerungsträger, sprich das ehemalige Publikum, steht im Mittelpunkt. Der offene Charakter des narrativen Interviews schuf den nötigen Entfaltungsfreiraum zur Entstehung von Stegreiferzählungen, so wie Sie es ja auch im ersten Beispiel gesehen haben, um Kinogeschichten mündlich zu kommunizieren. Eine Besonderheit stellt die filmische Dokumentation meiner Interviews dar, da es so mir möglich war, nicht nur die Transkription zu analysieren, sondern auch das nonverbale Erzählen vor der Kamera. Die Analyse der Narratologie des Kinobesuchs hat gezeigt, dass Kinoerinnerungen den Erzähler vor besondere Herausforderungen stellen. Gesehenes und Erlebtes muss in Sprache geformt werden, um Erinnerungen zu kommunizieren. Zur Rekonstruktion von Kinoerinnerungen werden im Gesprächsverlauf sogenannte Erzählinseln, so wie ich sie genannt habe, verwendet, deren Spezifika an dieser Stelle ganz kurz skizziert werden sollen. Die in sich geschlossenen Kinoerzählinseln weisen eine spezifische Bauform auf, die sie klar in Form einer Erzählrahmung von dem restlichen Inhalt des Interviews abtrennen. Allein durch diese spezifische Struktur der Erzähleröffnung lassen sich erste Typisierungen von Kinoerinnerungen unterscheiden. Erinnerungen an Filme und Erinnerungen an den Kinobesuch als sozialer Akt unterscheiden sich.
Weitere Spezifika finden sich in der Binnenstruktur der Erzählinsel, also zwischen der Öffnung und Abschluss dieser Erzählinsel, die durch verschiedene Formen der Annäherung an den Erinnerungsgegenstand charakterisiert sind. Analeptisch aufgebaute Erinnerungsspiralen gleichen einer schrittweisen Schärfung des Blicks auf den Erinnerungsgegenstand, indem diese Form der schleifenartigen Rückwendung so lange wiederholt wird, bis der Erzähler eine für ihn größtmögliche Annäherung an die Kinoerinnerung erreicht hat. Ganz klar hat man das auch gesehen in dem ersten Beispiel. Die Erzählerin greift immer wieder diesen Ausruf Fährmann, hol rüber auf, um weitere Details zu ergänzen. Vielleicht auch ganz interessant, wer den Film kennt, wird diesen Ausruf vermissen, weil in dem Film mit Sibylle Schmitz dieser Ausruf gar nicht vorkommt, sondern eine Glocke ertönt. Genau. Frau Hastenteufel springt in ihrer Erzählung viermal zurück. Zurück zu dem Ruf des Todes nach der Fährfrau, um so Details zu ergänzen und ihre Geschichte abzurunden. Um die gespeicherten Bilder im Kopf zu versprachlichen, verwendet der Erzähler vor allem Metaphern und physisches Erzählen. Mit physischem Erzählen ist gemeint, dass man seinen Körper benutzt, um Sachen nachzustellen, als Schauspieler auf der Bühne zu agieren, um bestimmte Szenen nochmal zu verdeutlichen. Mithilfe dieser Visualisierungsstrategien werden Erinnerungen aus ihrer Sprachlosigkeit befreit und erzählbar gemacht. Also erfordern visuelle Erinnerungen auch spezielles visuelles Erzählen. Das Wohnzimmer wird zur Bühne des Reenactments und Wortneuschöpfungen bzw. Metaphern ersetzen fehlende lexikalische Begriffe. Es gibt ein Beispiel, da erzählt eine Dame über einen Film und versucht zu erklären, wie die Bilder auf der Leinwand für sie gewirkt hat. Und sie generiert den Begriff Mondköpfe. Versteht man so in dem Zusammenhang nicht, aber sie meint damit diese scheibenartige, zweidimensionale Darstellung der Köpfe auf der Leinwand, die sie sehr irritiert hat am Anfang. Hier sehen Sie Beispiele, also auch wie der Frau Hastenteufel, wie sie die Leinen zieht, der Fährfrau Maria, und dazu vergleichen das Bild mit Sibylle Schmitz. Was man auch ganz häufig findet, gerade in frühen Erinnerungen an das Kino, dass für uns heute normale Abläufe nachgestellt werden, dass die Filmrolle, so wie das Walter Schmidt unten tut, nochmal imitiert wird, um Abläufe im Kino, vor allem in der frühen Phase, darstellen zu können. Doch was zeichnet das Wesen dieser Erzählinseln aus? Was zeichnet die Kinoerinnerung aus? Sie gleicht einer Suche nach Trittsteinen, so habe ich es formuliert. Die narrativen Annäherungen an den Erinnerungsgegenstand zeichnen sich durch den Umgang des Erzählers mit dem eigenen Erinnern, aber auch Nicht-Erinnern aus, der durch die Dynamik der Mündlichkeit geprägt ist. Die daraus entstehenden Charakteristika werden im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst. Die Dynamik der mündlichen Erzählung gleicht einer Suche nach Trittsteinen, habe ich gesagt, wobei die Formen des Erinnerns an die Kinoerinnerung dazu dienen, Erinnerungsfragmente aus ihrer Isolation herauszuführen und diese in einem rekonstruierbaren Zusammenhang einzuordnen. Das heißt, diese Fragmente, die man in Erinnerung in den Köpfen noch hat, werden durch die Form der Erzählung nochmal erzählbar gemacht, in Form gebracht und auch ergänzt, wie wir gesehen haben. Kausalitäten werden geschaffen, Erklärungsversuche, die Erzählung integriert. Die Rekonstruktivität der Kinoerinnerungen ist durch die häufigen reflexiven Momente in den Erzählungen allgegenwärtig. Gehen Trittsteine, folglich die Erinnerungsanker verloren, so können die Geschichten nicht mehr innerhalb ihres Bezugsrahmens erzählt werden und die Erinnerung verstummt. Dabei verkörpern Erzählinseln mehr als eine möglichst genaue Reproduktion des Erzählten, Erlebten. Die zeitweilige Lückenhaftigkeit der Erinnerung versieht der Erzähler mithilfe seiner gestalterischen Fantasie, um für ihn bedeutsame, kinematografische Sinnwelten zu erschaffen. Das eigene verbindet sich mit dem Fremden.
Transfiguration und Fiktionalisierungsprozesse in ihrer erzählerischen Kraft laden ein zum Miterleben und auch zum Mitfühlen. Jedes Mal, wenn eine Kinogeschichte als Teil eines kommunikativen Prozesses erzählt wird, erfährt diese eine Modifikation. Das hatte ich häufig, dass Geschichten mehrmals während des Interviews erzählt werden und jedes Mal verändert sich die Geschichte nochmal ein wenig. In Form einer narratologischen Mehrleistung entstehen so aus der Retrospektive heraus immer wieder neue Kinowelten. Ich habe es in dieser Form mal zusammenzufassen versucht und möchte Ihnen gerne jetzt die verschiedenen Kinowelten noch einmal genauer erklären. Um nochmal auf Frau Hastenteufel zurückzukommen. Sie sagt, ins Kino gehen war für mich die Krönung. Das deckt sich mit ganz vielen anderen Kinoerinnerungen an die frühe Jugend. Gerade in dieser Generation. Das Kino war damals alleiniges visuelles Mittel und der Kinobesuch war das Highlight der Woche. Der Kinobesuch besaß eine wichtige emotionale Funktion innerhalb der Adoleszenz der befragten Generation. Damals waren meine Befragten Jugendliche oder Jungerwachsene. Ins Kino gehen zu dürfen, bedeutete sich ein Stück weit erwachsen zu fühlen und stellt somit ein Symbol der zumindest zeitweiligen Befreiung vom Elternhaus dar. Insbesondere aus der Perspektive der weiblichen Erinnerung habe ich festgestellt. Dies zeigt sich deutlich durch den erzählten Gruppeneinfluss auf den Kinobesuch. Es ist häufig die Familie, die Einfluss nimmt, aber auch die Schule und andere historische Begebenheiten, parteipolitische Organe zum Beispiel. Die Filme auf der Leinwand luden ein zum Reisen in eine fremde Welt, die sich konträr zu der eigenen Alltagswelt darstellte, wobei der regelmäßige Kinogang bei vielen fest zur Freizeitgestaltung gehörte. Die Ausflüge in die Filmwelt vereinten damit sowohl Routine als auch immer wieder Verzauberung. Ausgehend von diesen Betrachtungen finden sich in den untersuchten Erzählinseln ähnliche Erfahrungshorizonte, die in der generierten Matrix der Kinoerinnerung mithilfe der beiden Dimensionen Orte und Erzählperspektive zugeordnet werden können. Werden zunächst die beiden Dimensionen Ort und Erzählperspektive in die Matrix eingetragen, so lassen sich zunächst links und rechts auf der Erzählperspektivenachse zwei Bereiche unterscheiden, außerhalb und innerhalb des Kinos. Innerhalb des Kinos ist der Kinosaal ein ganz besonderer Ort und gilt es hervorzuheben. Beide Hälften werden noch einmal horizontal untergliedert, sodass vier Welten entstehen. Die Welt der Kinowege, also die Welt auf dem Weg zum Kino, die Welt der Rezeption, die Welt des Films und die Welt der Verzauberung des Alltags. Die Charakteristika der vier Welten werden nun einzeln aufgezeigt, wobei ein besonderer Augenmerk auf die Beziehung der beiden Dimensionen, typische Erzählweisen und Hinweise auf den sozialen Rahmen gelegt wird. Auch wenn ich in diesem Rahmen nur noch eine weitere Erzählinsel Ihnen als Video zeigen kann, versuche ich doch immer wieder, Kinoerzählungen zu integrieren. Komme ich zur ersten Kinowelt, die Alltagswelt, in der sich die Welt der Kinowege befindet. Die erste Welt setzt die Erzählperspektive in Beziehung zu den Stationen auf dem Weg ins Kino. Ganz häufig handeln Kinoerinnerungen auf dem Weg, also quasi noch vor der Veranstaltung, der Kinoveranstaltung. Erzählinseln in dieser Kategorie beinhalten häufig wiederkehrende Handlungen, wie beispielsweise bei Martin Schmidt, der immer wieder ganz gern von seinen Besuchen bei den Patres erzählt, wenn er vom Kino erzählt. Denn dort ist er immer wieder eingekehrt und hat bei den Patres zum Beispiel Zuckerstücke gestiebitzt. Was man da deutlich sieht, ist, dass eigentlich das Kino oder der Film in vielen Kinoerinnerungen gar keine so große Rolle spielt, sondern das, was auf den Wegen passiert.
Erzählt wird meist in der Wir-Perspektive, denn es handelt sich um Erzählungen auf dem Weg ins Kino, die in der Gruppe erlebt wurden. Das Ich ordnet sich in der Generation der jugendlichen Kinogänger ein und die Ankerpunkte in dieser Welt zeigen, dass den Zwischenstationen auf dem Weg ins Kino eine weit größere Bedeutung zukommt als dem gesehenen Film. Die Gruppe interagiert mithilfe von Dialogen, also ganz eindrücklich, das werden Dialoge wieder gegeben. Ja, magst du heute mit ins Kino gehen? In dieser Richtung. Und die Geschichte über das Kino handelt eigentlich nur auf dem Weg zum Kino. Genau so eine Geschichte wäre mein zweites Beispiel, das ich mitgebracht habe. Ja, wieder auf Saarländisch, aber Sie haben ja noch den Untertitel, an dem Sie sich festhalten können. Ich übersetze auch gerne. Was ich weiß noch schön, ich war mal im Kino mit meinen zwei Cousinen. Die eine Cousine war ja älter wie ich, die kam von Kreuznach, war hier zu Besuch bei der Tante. Und ihre Tochter, die war 2 Jahre älter wie ich, und da sind wir 3 Cousinen ins Kino gegangen. Und man war noch jung, und wie das Kino aus war, wie spät war es denn da? Wir hätte um 10 hätte man sollen. Nee, das Kino war es, ich weiß gar nicht, soll das um 9 aus gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir gesagt, ach, wir gehen noch ins Café. Man wollte groß sein. Da sind wir ins Café Lille, da ist ja halt Chinese oder was drin da oben. Und da hat die älteste Cousine hat gesagt, nee, ich fahre nach Haus. Und die andere von Kreuznach und ich, wir zwei sind noch dorthin ins Café, haben ein Gläschen getrunken, war es jetzt Saft, wahrscheinlich war es Saft. Und da sind wir dann, wollten wir dann um 10 nach Haus fahren. Und dann, wie wir auf den Bahnhof kamen, es war im Winter, war noch stockdunkel, wie wir auf den Bahnhof kamen, war unser Zug weg. Ach Gott, was machen wir jetzt? Zu Fuß nach Haus gehen, haben wir Angst gehabt, das war doch stockdunkel. Mussten wir auf dem Bahnhof, die Halle, war kein Mensch drin, war alles leer. Und wir haben gewartet bis um 11 Uhr, bis der nächste Zug gefahren ist. Und meine Cousine, die andere, wo nach Haus gefahren ist, die hat, meine Eltern haben die gesehen und haben gefragt, wo ich wäre. Und die hätte ja mit uns gehen können. Das war so eine Petze. Und wisst ihr was, wie ich nach Hause kam, habe ich meine Drassel gekriegt und frage sie nicht wie. Und da hat meine Cousine von Kreuznach, die wollte an dem Abend bei mir schlafen. Da hat sie aber nicht mehr bei mir geschlafen, ist dann zu der Tante. Und wir waren so harmlos. Wir zwei haben am Tisch gesessen, haben unser Gläschen getrunken. Wir wollten nur groß sein. Und dann haben den Zug nicht gekriegt und stehen dort und frieren in der Kälte. Wir waren ganz harmlos, war niemand bei uns sonst. Aber die Eltern, die machen sich dann Gedanken, das ist ja klar. Auf jeden Fall habe ich meine Drassel gekriegt und war doch nicht mehr das Jüngste. Ne? So geht's einem. Aber ich bin ja nicht dran gestorben. Genau, die Erzählung von Frau Schuchmehl bringt eigentlich alles so auf den Punkt, was ich bislang ausgeführt habe, zu dieser Welt. Ganz viele Kinogeschichten handeln von solchen Geschichten auf dem Weg zum Kino. Hier sieht man auch die Bahnhofstraße in St. Wendel, also da, wo auch Frau Schuchmehl wohnt, mit dem Blick auf den Bahnhof. Habe, da bin ich nicht hingegangen. Es war ja die Zeit der Heimatfilme, Schwarzwaldmädel angefangen, Zehmann Pack und so weiter.
Aber für mich stand immer der Mittelpunkt und nicht der Weg, der Heimweg und der Weg ins Kino im Mittelpunkt. Also hat auch was mit zu tun, wo die Menschen lebten. Also das hat auch was mit den Kinowegen zu tun. Also viele meiner befragten Zeitzeugen, die haben Stunden auch zu Fuß zurückgelegt, um ins Kino gehen zu können. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass so Zwischenstationen wie bei dem Patres oder halt auch der Bahnhof in St. Wendel dann eine größere Rolle spielt. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Aber die nächsten zwei Welten treffen genau das, was Sie angesprochen haben. Einmal die Welt der Rezeption und einmal die Filmwelt als solche. Warum ich das nochmal unterteilt habe, sage ich jetzt gleich. Ich sehe schon 23 Minuten. Andreas, tut mir leid. Vielleicht fasse ich es kurz zusammen. Also die Welt der Rezeption teilt sich nochmal. Es ist ein Spannungsverhältnis. Also ganz frühe Erinnerungen, die handeln auch, da merkt man auch, dass Filme projizieren noch eine große Rolle spielt, dass man wirklich sagt, ja, da stand der Projektor, den sah man halt auch in den alten Gaststätten. Und diese ganze Projektionskunst stand auch mehr in den Mittelpunkt. Das ist so eine Seite der Kinoerinnerung. Auf der anderen Seite merkt man so eine Überlappung der Rezeptionserfahrung, dieses Eintauchen in die Filmwelt, sich da hineinbegeben in die Filmwelt. Und das Beispiel von der Frau Hastenteufel zeigt das ganz deutlich. Also man so merkt, dass man zumeist sehr junge Menschen auch diese Unterscheidung zwischen der realen Welt und der Filmwelt zumindest im Kindesalter noch nicht so gut bewerkstelligen konnten. In der Filmwelt gibt es auch noch Erzählinseln, die ganz anders funktionieren, die auch anders eingeleitet werden. Die beginnen meistens mit einer kurzen Zusammenfassung des Films. In der Regel sind das auch Filme, die auch wiederholt wurden, also die auch später nochmal gesehen wurden. Und die gleichen eigentlich eher einer Nacherzählung der spannendsten Momente und Inszenierung der spannendsten Momente. Und in den meinen Befragten spielt häufig Ben Hur eine große Rolle und zum Teil sogar noch die Stummfilmfassung von Ben Hur, die da erwähnt wird. Genau, das ist nochmal ein Beispiel, wie Frau Hastenteufel erklärt, wie der Tod aussieht, in Anführungszeichen. Genau. Was man auch hier deutlich sieht, dass eine weitere Frau, Frau Irma Klein, genau diese Perspektive einnimmt in der Szene mit dem Dachziegel, als der Dachziegel sich da von dem Sims löst und quasi den ganzen der Geschichte ins Rollen bringt, ist sehr eindrücklich. Und die Kinoerzählungen funktionieren auch anders, wenn man jetzt die Erzähltechnik sich anschaut. Letzte Welt, vielleicht noch ganz kurz. Ich habe sie genannt, die Welt der Verzauberung des Alltags. Mir ist aufgefallen, dass immer wieder Elemente aus der Filmwelt Einzug finden in die eigene Wirklichkeit und auch so erzählt werden. Genau, das ist ein Film aus Screen, aus dem Filmausschnitt von Mama Kolibri, ein Film, der im Saarland zumindest kurz nach dem Krieg erst aufgeführt wurde und auch sehr eindrücklich von der Dorfjugend erzählt wird, die ich befragt habe. Und die Zeitzeugin erzählt auch, wie sie sich selbst, also so wie die Stars, also in dem Film auch zurechtgemacht hat mit ihren Mitteln und erzählt das ganz eindrücklich in Form der Nivea-Creme, die sie sich von der Nachbarin ausgeborgt hat, um fein duftend ins Kino gehen zu dürfen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, eine Schneiderin aus St. Wendel hat erzählt, wie sie die Kleider der Stars nachgeschneidert hat und damit zumindest in der Region sehr bekannt wurde, weil ihr das ganz gut gelang. Das sind so Geschichten aus den Nachkriegsjahren. Nun kann man diese Welten auch durchwandern, also in größeren oder längeren Erzählinseln, die handeln wirklich von dem Weg ins Kino und dieses Eintauchen in die Filmwelt und bis zum verzauberten Zurücktanzen vor den Kinovorführungen. Was
häufig auffällt, dass bestimmte Begrifflichkeiten in deiner Generation häufig vorkommen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also viele Zeitzeugen haben mir von dem Rasiersitz oder von der Rasiererloge auch erzählt und imitieren diese Kopfhaltung in der ersten Reihe ganz eindrücklich. Daran merkt man auch, dass die Erinnerungen sind aus Kindesalter, wo hauptsächlich auch viele Jungs auch in der ersten Reihe gesessen haben. Das sind so Sachen, die Generation, die ich befragt habe, da immer wieder auftaucht. Genau, meine letzte Folie. Ja, mit dem Foto hier möchte ich selbst so ein bisschen zurücktauchen in meine Kinoerinnerung. Das Zentraltheater, das war so die Stätte meiner Kinojugend. Deswegen hat das Bild hier auch Einzug gefunden. Und es zeigt auch ganz eindrücklich, dass diese Film- und Kinoerlebnisse nicht mehr vor Ort sind, sondern in den Köpfen der Zuschauer. Und damit versuche ich so ein bisschen den Rahmen zum Anfang zu bilden. Das Zentraltheater heute. Gitter versperren den Eingangsbereich, die verblichene Leuchtschrift strahlt abends schon lange nicht mehr. Die Filmplakate in den Schaukästen sind Zeugen vergangener Kinoerlebnisse, die hängen da immer noch. Nichts erinnert mehr an die langen Schlangen, an den Abendkassen, von denen mir die Zeitzeugen erzählt haben, an das Herzklopfen bei den Ausweiskontrollen oder an die gebannten Gesichter des jugendlichen Publikums, die zum Beispiel die Fährfrau Maria das erste Mal gesehen hat, wie sie den Tod auf der anderen Seite des Flusses entdeckte. Die Fotografie des Zentraltheaters steht sinnbildlich für einen verlorenen Ort, dessen alternierenden Belebung durch das Publikum längst Geschichte geworden ist. Die Erinnerungen an das Kino ihrer Jugendzeit nahmen die Zeitzeugen mit nach Hause. Sie sind Teil des Generationengedächtnisses geworden. Als Memorandum an die Blütezeit des Kinos für meinen Untersuchungszeitraum kehrten die Erinnerungen dorthin zurück, wo sie einst entstanden, nämlich in die Köpfe des rezipierenden Publikums. Innerhalb meines Forschungsvorhabens wurde die Kinojugend der 1930er bis 1950er befragt, um Formen des Erinnerns lokaler Zeitzeugen an das Kino herauszukristallisieren und zu typisieren. Durch diese Zeitzeugeninterviews gelang es, an der Schwelle eines Wechsels der Generation einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass bislang noch weniger erforschte Feld der narrativen Erinnerung an das Kino auf lokaler Ebene zu bestimmen, um darauf aufbauend Anknüpfungspunkte für das kollektive Kinogedächtnis aufzuzeigen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe natürlich für Fragen offen zur Verfügung.